Hallo zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zu My Career Mode mit einer weiteren Ausgabe. Episode Nummer 38 steht in den Startlöchern. Jawohl, es kann nur gut werden. In der letzten Ausgabe habe ich ja meinen Signature-Schuh erstellt und diesen präsentiert und überraschenderweise hat dieser fast allen gefallen. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, aber unverhofft kommt oft, sagt man ja so schön. Hat mich auf jeden Fall stimmig gemacht oder hat mich freudig gestimmt. So klingt es wesentlich besser. Stimmig gemacht klingt dann doch etwas obszön. Aber wie dem auch sei, wir konzentrieren uns auf die Episode, gucken uns vor dem Spiel gegen die Timberwolves, die Liga-Spitzenreiter und das Auszeichnungsrennen an. Leider ist KD momentan ein bisschen erfolgreicher als ich beim Scoren. Das muss man ändern. Dafür bin ich im MVP-Rennen ganz vorne dabei. Und hier sehen wir nochmal den Kalender. Wie gesagt, es geht gegen die Timberwolves und nur noch drei Spiele bis zum All-Star-Weekend. Also ich muss ja ehrlicherweise zugeben, dass ich immer ein bisschen nostalgisch werde, wenn ich dieses Lied höre. Ja, so ist das halt. Ich habe es ja am Anfang immer benutzt als Intro, als ich ganz neu auf YouTube war. Wie soll das denn sein? In 2 oder 3 Jahren, dann heule ich ja während der Folge oder wenn die Folge anfängt. Mein Gott, hoffentlich nicht, das wäre ziemlich peinlich. Aber ist ja auch Schnuppe. Wir wollen ein bisschen Action sehen. Wie gesagt, es geht ran gegen die Timberwolves hier noch ohne Kevin Garnett. Ich weiß auch nicht, ob er uns hier gefährlich geworden wäre. Und los geht's. Der Spaß, hier gibt's den Dank. Nichts wirklich Heftiges. Weil Rubio da floppt, habe ich ganz viel Freiraum vor mir. Den nutze ich natürlich mit meinem ersten Dank. Es steht momentan 7 zu 8. Bekomme den Ball kurz bevor die Uhr abläuft und pack einfach dann mal ein ausgezeichnetes Release aus mit perfektem Timing. Kann man mal machen, aber die T-Wolves hatten ein bisschen Bock zu ballen. Führen immer noch 15 zu 14, noch 4 Minuten 40. Im ersten Viertel gibt es den Floater. Das hat mein Gegenspieler nicht kommen sehen und ehrlicherweise wollte ich ihn auch gar nicht machen, sondern den Eurostep auspacken. Trotzdem nothing but net und wir zwangen jetzt die Wolves zu schlechten Würfen. Hier gab es mal ein ziemlich schlechten Midrange-EJ und öffnet mir so ein bisschen Spinning-Action auf der anderen Seite des Courtes und Patrick Beverley, der hier bei den Wolves spielt, zieht das Foul bzw. bekommt das Foul zugesprochen. Also wie gesagt, Spin-Action nach einem schlechten Wurfversuch der Timberwolf-Offense. And one was auch noch und zack, haben wir uns die Führung geholt. Die bauen wir im nächsten oder in der nächsten Szene auch ein bisschen aus. 17 zu 24. Noch knapp 2 Minuten zu spielen. Zach LaVine, der den Dunk-Contest gerockt hat mit dem Turnover unter Troy Daniels. Beweist ein bisschen Hangtime. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung, dass der Typ so dunken kann. Normalerweise tritt er eher als Shooter in Erscheinung, aber bitteschön, warum nicht? Im zweiten Viertel sind wir da mittlerweile angelangt. James Harden mit einem raren Bild vergibt den Freiwurf, aber die T-Wolves dann mit einem Turnover und ich dann mit der Transition Offense und dem Alley-Oop-Dunk. Der One-Handed Catch sah richtig lässig aus und war überrascht, dass mein Spieler diese Animation beherrschte. Aber warum nicht? Ein bisschen Abwechslung schadet nie. 11 Punkte bis hierhin. 6 Rebounds, 4 Assists, 100% die Wurfquote. Das sollte auch hier erstmal so bleiben. Der Dreier nach dem Floppy. Und hier sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. 14 Punkte, 6 von 6 und 4 Steals hatte ich auch noch. Es lief also wunderbar. Das erste gute Viertel der Timberwolves verflüchtigte sich also im zweiten Viertel, wo wir das Zepter in die Hand nahmen. 39 zu
46. Gehen dann rüber in den zweiten Durchgang. Wir sehen oben rechts eine 4 unter der Kategorie Turnover. Ja, das war mal wieder so ein Spiel, wo ich zu viele Ballverluste hatte. Kam lange nicht mehr vor, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber hier gegen die T-Wolves, da hatte ich leider Gottes mal wieder so einen Tag erwischt, wo ich gefühlt zu viel Seife beim Händewaschen benutzt habe, also Flutschefinger hatte. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn die Offensive trotz alledem ganz gut funktionierte, wie ein geöltes Werk arbeitete, waren die Turnover nur zweitrangig. Und das war bis hierhin der Fall. 53 zu 58. Hier gibt es mal einen schönen No-Look-Pass auf Clancy, der sich da mit seiner Airborne-Frisur regelrecht hochschraubt und dann den Dreier aus der Ecke versenkt. Übrigens Medal of Honor Airborne. Das war mal ein richtig guter Ego-Shooter. Ach Gott, was sehen ich die alten Zeiten herbei. Soll uns aber hier nicht interessieren, denn wir sehen, dass die Timberwolves nie wirklich außer Reichweite waren. Auch wenn wir hier dauerhaft schlechte Würfe zu Gesicht bekommen. Und diesmal führt es zu einem Alley-Oop-Pass auf The Matrix, Sean Marion mit dem Dunk. Der hat ja doch noch ein bisschen Hangtime, aber wir sehen in der nächsten Szene, was ich gerade angedeutet hatte, 63-68, nur noch 5 Punkte Unterschied, denn die Timberwolves, die kamen jetzt ein bisschen ran. Zach LaVine hier in dieser Szene mit ein bisschen Dusel, der Pull-Up Jay, The Matrix mit dem Rebound und dann dieses Teil, wow. Krasse Hangtime, das ist der Lina. Schöne Animation. Der Pass war ein bisschen gewagt, ein bisschen Hail Mary-like, wie aus der NFL. Aber das waren dann noch rechtzeitige Punkte vor der Schlusssirene. Geh dann rüber ins letzte Viertel, ins vierte Viertel. Zwinge hier Ricky Rubio zu diesem Dreier. Es ist einfach so genial, wenn der gegnerische Point Guard nicht werfen kann von außen. Dann kann man ihm so viel Platz geben und innerhalb der Zone ein bisschen verteidigen. Und das ermöglicht uns im Umkehrschluss diesen Alley-Oop-Spielzug auf Mr. Airborne, der da abhebt und das Ding gewaltig durch die Reuse schmettert. Aber wisst ihr was? Ich habe mittlerweile 8 Turnover. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ihr habt es gerade vielleicht oben rechts erhaschen können. Hier gibt es erstmal wieder Fast-Break-Action und dann ein softer. Ein wirklich softer Layup auf dem Fastbreak. Gibt es sowas in meinen Videos überhaupt? Anscheinend schon. Fraglich, wie diese Szene in meine Videos den Weg gefunden hat. Nein, Quatsch. Punkte waren jetzt wichtig, denn es ist immer noch ein 5-Punkte-Abstand. Und hier gibt es mit viel Kontakt den nächsten Layup gegen Ricky Rubio, der übrigens maßgeblich daran beteiligt war, dass ich so viele Turnover habe. Der hat mir teilweise den Ball echt krass weggestealt. Und zum Thema Stil gibt es hier eine Szene, die mich richtig aufgeregt hat. Im Post gegen Ricky Rubio und beim Drive stiehlt er mir das Ding aus der Hand. Hab mir dann mal die Werte angeguckt. Steal 96, das ist schon richtig krass. Aber wir waren halt im Post. Und da gelten meines Wissens nach die Low-Post-Defense-Werte, beziehungsweise wie sie hier in 2K dieses Jahr heißen, die IQ-Werte. Und der liegt bei 32, Mann. Da kann man mir das Ding nicht wegziehen. Mein Inside-Scorer ist bei knapp 90. Und das hat mich ein bisschen aufgeregt. Und deswegen hau ich dieses Ding einfach von der Baseline raus. Mein Gott, so muss das sein. Ricky Rubio weiß gar nicht, was da passiert. Läuft da irgendwo zur Baseline. Das ist zu viel Space, mein Freund. Das ist einfach zu viel Space. Und dann gehen wir rüber in die Crunch-Time. Ziemlich plötzlich, aber ein 13-5-Run von den Timberwolves sagt einfach alles. Das sagt einfach alles. Die führen jetzt nämlich zum ersten Mal gefühlt im Spiel. Ich hüpfe hier ein bisschen hin und her. Ein paar Escape-Moves nutzen letztendlich den Screen von Dwight Howard. Und wieder zu viel Platz in der Zone für mich. Es kracht abermals. Die Salina sieht so brutal aus. Meine Werte bis hierhin 32 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists. Die Wurfquote ist von 100% auf 77% runtergegangen. Es gibt wahrlich Schlimmeres. Aber ich war letztendlich nur noch daran interessiert, hier das Spiel zu gewinnen. Und dann ganz großes Fragezeichen. Foul, nicht foul. Anscheinend blieb jeder Spieler verdutzt stehen. Aber es kommt noch kurioser. Pekovic
mit einer Shaqt in the Full Aktion. Ich konnte ihn da größentechnisch überhaupt nicht verteidigen und er legt einen völlig blanken Layup daneben und ich werde gefoult bei 89-90. Bin also an der Linie. Beide Freiwürfe wären essentiell, um den Vorsprung auf 3 Punkte auszubauen und ich habe hier alles im Griff, zeige keine Nerven, eiskalt. 89-92. Die T-Wolves nehmen ihre letzte Auszeit. 15,7 Sekunden noch auf der Uhr. Die Wolves beim Inbound. Rubio direkt auf Ted Young. Der weiter ans Perimeter. Auf Wiggins mit dem Dreier sitzt nicht. Pekovic, die alte Rebound-Maschine mit dem offensiven Board. Raus wieder auf Ted Young. Und der mit diesem Klatsch-Dreier, das kennen wir irgendwoher, das tut immer wieder weh, auch wenn ich zugeben muss, dass die Perimeter-Defense nach dem offensiven Rebound nicht so gut war. Also nehmen wir unsere Auszeit, haben zwar noch eine, von der werden wir wohl keinen Gebrauch mehr machen. Noch 3,8 Sekunden, das heißt, das ist der letzte Spielzug. Die Herrschaften begeben sich auf ihre Position. Jones beim Inbound. Auf mich. Ich nehme sofort den Pull-Up aus dem Midrange-Bereich. 10 minus Release interessiert mich ein Scheißdreck. 92 zu 94. Ricky Rubio mit der Hail Mary. Ah, ist das geil. Sowas ist Genugtuung pur. Immer diese Klatschdreier. Ich werde wahnsinnig. Es war zwar kein Buzzerbeater trotzdem, ich mache den spielentscheidenden Wurf. Schönes Spiel gegen aufbäumende Timberwolves, die sich nochmal stark rangekämpft haben, aber meine Wurfquote war nicht von schlechten Eltern. Auch ein Double-Double über die Rebounds und von den Turnovern wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich schaue uns nämlich jetzt gleich im Spielbericht an und zwar jetzt. Mein Gott, dieses Timing. Ja. Da bin sogar selbst ich sprachlos. 8 Turnover. Ich dachte, da sind noch 1-2 dazugekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Im Umkehrschluss knapp am Triple-Double vorbeigeschrappt. Völliger Humbug. Das sind einfach zu viele Ballverluste. Wow, glücklicherweise haben wir noch gewonnen. Aloha zusammen und ich begrüße euch herzlich, begrüße, wo ist denn das G?